So, und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben. Leise sein, dass wir die auch platt machen können, beziehungsweise nicht platt, sondern ausrauben, meinte ich damit. Entschuldigung. Gefühlt ist es hier relativ hell. Die habe ich ja schon. Das ist nicht abgeschlossen, das ist gut. Also gut im Sinne von, naja. So, ich habe hier jetzt alles. Diese Hälfte habe ich. Dann wollen wir mal gucken, ob ich noch mehr hier rauskitzeln kann. Das denn schon wieder her? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Warum mache ich das jetzt? Speichern. Ich habe mir das schon gedacht. Ich hatte den vorher. Ich hatte das nicht. Diese Truhe ist so dämlich platziert. Links, links, rechts, rechts, links, rechts. Das ist eigentlich cool, dass er so eine Karte hat. So eine will ich auch. Also ich würde mir so eine ins Zimmer hängen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So eine Karte von Corinus. So als Poster. Oder so als Autorität. So ein bisschen, um das autoritär zu machen. So als Stoffdingsbums. Ja, doch. Okay, das wird schwierig. Da speichere ich lieber mal ab. Wir werden wahrscheinlich nicht viel drin haben. Egal, wir müssen irgendwie uns die 1000 Gold fürs Kloster zusammenklauen, ohne dass ich jetzt an meinen Lederbeutelvorrat rankomme. Oder ran muss, sagen wir es mal so. Das haben wir gut. Jetzt möchte ich hier hin. Ich glaube, im Hafenviertel die armen Leute ausrauben, bringt jetzt nicht so viel. Naja. Oh, ein Topf Äpfel. Nicht schlecht. Das würde ja sonst alles verkommen bei denen. Stadtwachen hier hinten am Marktplatz wird es schon ein bisschen schwieriger, weil die so eine gewisse Art Routine haben. Nicht unbedingt super, da hätten sie uns ruhig ein bisschen mehr gebratenes Fleisch, Wurst, Schinken. Ne, die Lucy will ich nicht ansprechen. Das war's. Jo.
Gut, da habe ich hier hinten auch alles. Jetzt fehlen eigentlich nur noch hier vorne die zwei Häuser. Das ist also Lema, der Geldverleiher. Goldener Kelch. Er hat natürlich... Links, rechts, rechts, links. Verdammt, was ist los? Nimm deine Pfoten da weg! Mist! Das war hier. Ach, scheiße. Obwohl, ne, ging eigentlich, geht. Okay. Links. Verdammt, was ist... Nimm deine Pfoten da weg! Ach, kacke, die echt ganz schön. Die sind ganz schön schnell wach. So, ich darf nicht so häufig. Ein Blutkelch. Die Blutkelche sind später einiges wert. Gut. So, schade, dass die Musik gerade ein bisschen buggt. Also theoretisch darf ich ja hier in das Haus rein, aber ich darf es nicht leer räumen. Matteo, was hast du denn hier? Das sieht doch schon mal besser aus. Hier in diese Händlerhäuser darf ich ja rein. Dürfen mich nur nicht... Natürlich... Wird auch der Bosper nicht verschont. Jo, der hat ordentlich was. Sein Haus sieht schon interessant aus.
Gut. Jetzt will ich nur mal schauen, ob ich das auch beim Schmied machen kann. Eine tolle Stadtwache. Hat mich aber nicht gesehen, das ist gut. Hier geht's links noch weiter. Erstmal gucken, was hat der Brian in seiner Truhe. Gut. So, den Brian haben wir jetzt schon mal ausgeraubt. Jetzt sind wir dabei, den Harald auszurauben. Den Schmied. Aber ich glaube, das könnte problematisch werden. Hat der überhaupt was? Nö, hat er nicht. Ist sogar noch ein Bett übrig. Gut, dann will ich aber auch nicht mehr Zeit hier verschwenden. Hallo, Elbridge. Danke, dass du mich gerettet hast. Bitteschön. Oh. Okay. Verstehe. Was du nicht sagst. Hier gibt's sonst nichts, ne? Okay. Schutz des Holzes, nicht schlecht. Gut, die Unterstadt haben wir. Jetzt gibt es, glaube ich, hier nur noch ein Haus. Nee, hier nicht. Was ich plündern kann, das ist das hier, aber dazu muss der hier weg. Glaube ich. Ja. Ja, raus mit dir. Aber das ist doch ein Händler. Ich muss warten, bis der hier weg ist. Warte mal, kann ich den nicht einschläfern? Ich probiere es einfach mal. Ich meine, ich hätte noch eine Schlafspruchrolle. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links. Ne, das war nix. Okay, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Okay, links, rechts, rechts, links, rechts. Oh, das hat sich gelohnt. Wenn ich es jetzt noch schaffe, hier heil rauszukommen. Mit dir. Naja, ich habe doch nichts gemacht.
Gut, coole Sache. Dann haben wir die Stadt ausgeplündert. Finde ich nice. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen, weil ich diesmal die Uhr vergessen habe. Macht aber nichts. So, wir haben jetzt genug Kohle. Langschwert, Piratensäbel, Paladinschwert. Gut, jetzt müsste ich eigentlich zu Ona gehen, ein Schaf kaufen und langsam wirklich ins Kloster. Aber 1000 Kohle, das ist natürlich auch schon ein ordentlicher Pappenstiel, ne? Warte mal, war hier hinten nicht noch irgendwas? Nee? Okay. Ich will jetzt mal was probieren. Ich weiß, dass hier, in der Höhle links ein Orkkrieger auf mich wartet. Allerdings kann es passieren, dass... Vielleicht schaffe ich den ja. Mal gucken. Okay, diese Höhle habe ich schon ausgeräumt. Er greift aber auch ohne Vorwarnung direkt an. Die Orks sind einfach brutal. Ich probiere es noch einmal. Warte mal, was habe ich denn vom Zuriss? Untote, Vergessen, Schlaf, Licht. Naja, so richtig viele Sachen. Bogenschütze. Kann ich eigentlich benutzen. Magie, Magie, Einhandkampf, Stärke. Das kannst du vergessen, ey. Gegen so einen Ork-Krieger bist du ja... Bist du ja ein Lulatsch. Da gibt es nämlich Portale, die uns den einen oder anderen Weg so ein bisschen verkürzen. Aber ich glaube, das kannst du vergessen. Gut, dann werde ich hier unten in dem Tal mal, in dem kleinen Talkessel mal gucken, was abgeht. Da gibt es bestimmt doch auch noch das ein oder andere. Hoffentlich nicht Feldräuber, das ist okay, aber ich glaube, hier gibt es auch noch Wargen. Naja, Feldräuber sind kein Problem. Da kann ich hier schon mal aufräumen. Na, kommt her. So,
Wir haben es gut Damage gemacht, aber es passt schon. Für ein Heilkraut? Das ist ein bisschen langsam, ein bisschen lame, ha? Huh? Naja, wir machen es ja nicht nur dafür, wir wollen ja auch ein bisschen was bekommen. Ich würde sagen, hier mal gespeichert. Mal gucken, ob ich so einen Wagen irgendwie einzeln kriege. Mal gucken. Das sind 4 Stück. Das sind aber wahrscheinlich wie Wölfe, nehme ich an. Ja, das war mir klar. Da kommen sie sofort alle. Ohne Vorwarnung. Ohne Drohung, ohne alles. Wagen sind echt brutal. Unten in der Höhle gibt es bestimmt noch was zu entdecken. Na komm, vergiss es. Solange ich mich mit Wagen noch nicht anlegen kann, brauche ich es auch gar nicht erst zu versuchen. Mit den Kronstöckeln nervt aber wirklich. Ich glaube, davon habe ich nur 4, oder? Ja. Die könnte ich natürlich in den Stärketrank reinballern. Dann kann ich meine Stärke jetzt so gut es geht pushen, ohne Lernpunkte da noch rein zu investieren. Könnte die Lernpunkte, nachdem ich ein paar in Alchemie gesteckt habe, vielleicht noch in Einhandkampf reinstecken. Aber auch nicht mehr so viele. Und dann kann ich mich nämlich mit den Tafeln ein bisschen hochpushen. Hier geht's zur Taverne. Das ist zwar nett, aber es ist mir zu sehr in der Ferne. So. Gut, gehen wir erstmal zu Ona. Gucken wir mal, dass, schauen wir mal, dass wir bei dem vielleicht ein Schaf kriegen. Mich mit der wertvollen Innenstatue nicht reinlassen, verstehe ich immer noch nicht. Das ist schon ein bisschen komisch. Warte mal, sehe ich eigentlich hier einen Timer? Nee, schade. Ich dachte, ich sehe beim Shadowplay Overlay sehe ich einen Timer, wie lange ich gerade aufnehme. Weil ich habe nämlich erst vor 10 Minuten die Uhr, vor 10 Minuten erst angefangen, die Uhr zu stoppen. Und naja.
So, die Söldner, die kennen mich hier. Bei denen bin ich eigentlich mehr Freund als Feind. Ich habe hier nochmal gespeichert. Lass dir nicht einfallen, hier was anzufassen. Was ist deine Aufgabe? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Eine Menge Krempel gibt es hier. Das ist richtig und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ona sammelt wertvolle Gegenstände. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solchen Luxus kaum leisten. Ich halte mich an andere Dinge. Nämlich? Ich sammle alte Münzen. Ich habe hier eine alte Münze. Zeig mal her. Oh ja, die bringt auf dem freien Markt nichts mehr ein. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Abgemacht. Gut. Wenn du noch mehr davon hast, weißt. Ja, also der lässt auch nicht mit sich falschen. Interesse? Sicher? Ein paar. Danke. Hier ist dein Geld. Bring mir alle. Hat schon einige. Und ich hab sie alle. Einige. Und ich hab sie alle erwischt. Oh, cool, der Kerl ist. Ich finde ihn chillig. Warte mal. Kann ich hier? Tja, mich hast du nicht erwischt, hm? Hallo, Lümmel. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Was ist los? Na, der Chor, der schläft. Das ist ein chilliger Kerl. Ona ist noch nicht wach. Dann werde ich mich wohl in ein Bett legen und werde bis zum Mittag schlafen. Noch ein freies Bett? Jo. Verdammt, was ist los? Nix, ich will mich hier hinlegen. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen hauen. Genau, da muss man mal ganz kräftig dazwischen hauen. Dich denn hier reingelassen? Was machst du? Ich will ein Schaf kaufen. Was willst du dann hier? Siehst du hier? Ich. Wenn du ein Schaf kaufen willst, dann geh auf die Weide. Die ist rechts neben meinem. Pepe soll dir eins verkaufen. Dankeschön. Rechts ist hier auf dieser Seite. Pepe soll dir eins verkaufen. Dankeschön. So, mit dem Schaf können wir dann bis zu Dingsbums gehen. Welches Schaf wird er uns wohl verkaufen? Aber das gibt's beim nächsten Mal. Ist ein guter Schnitt. Bis dann.